Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Foundation. In der letzten Folge haben wir uns hier so einen ganz gemütlichen Anfang am Strand gegönnt und haben hier uns so ein Lager aufgebaut für die Bären, ein Holzfällerlager und fangen gerade an, unseren Markt und unsere Schreinerei zu bauen. Also lasst uns doch mal die Zeit wieder hochfahren, weil es dauert seine Zeit, weil da fehlen noch 10 Steine. Ich weiß nicht, wie viele Steine haben wir denn auf Lager, aber unser Mitarbeiter ist ein bisschen faul. Ja, doch, nee, der ist schon am Arbeiten. Hier, das müsste nämlich wieder Walder sein. Der Walder, der ist schon wieder voll am Hageln. Denn der ist, glaube ich, aktuell noch am Bauen vom Holzteil und kriegt dann wahrscheinlich bald die Steinteile. Ja, ihr zollt den 10 Stein. Walder ist unterwegs, geht zum Steinmetz, sagt, jo, gib mir mal 10 Steine. Wir brauchen ganz schnell eine Schreinerei hier. Und haut jetzt noch fertig das Haus hier. Der haut einfach auf den Boden, ne? Ganz easy. Und macht damit Frischzeug. So, jetzt macht er eine Pause. Denn Walter ist müde. Aber ich würde hier so, das wird bestimmt cool ausschauen. Wenn das hier so in die Stadt verwandelt, hier ist so mehr Produktion. Obwohl eigentlich ja früher alles eher so zusammengewachsen war. Aber ich würde es gerne sehen, wenn du so auf den Meer zukommst und siehst so, ah genau, da wohnen sie alle. Ah, Walter haut wieder auf den Boden. Oder bald können wir jemanden sagen, er soll uns doch mal schnell ein bisschen Holz basteln. So, Jared, du kommst gerade so daher. Du bist jetzt ab sofort ein Schreiner. Ganz easy ist es jetzt, ne? Und dann sollten wir, weil ich gemerkt habe, der hat irgendwoher den Stoff. Fragt mich nicht woher, aber er hat Stoff. Julo, der läuft echt außen rum. So, da kommen ein paar Spinnen raus. Wir hatten jetzt produziert schon. Produziert er noch? Ah, er hat schon 8 Holz. Macht aus Holzbrettern. Und dann kommt Walder vorbei und geht zu unserem Marktplatz und baut da ganz gechillt unsere Zäune auf. Ah, jetzt tut er nur noch die Verzierung machen. Okay. Aber ich glaube, den Markt können wir dann später auch ausbauen. Dann werde ich hier so die Rundung oder so, keine Ahnung, hier noch ein paar. Hier überall so ein paar Zelte hin. Und vielleicht kommt hier hinten noch was hin. Das soll halt sich so progressiv so ein bisschen erweitern. Aber ich hätte halt schon gern so ein bisschen, wie gesagt, so, das ist hier Zaun. Und wenn du, entweder du rennst durch den Markt durch, ist der Markt fertig. Walder! Walder, Junge, du musst weitermachen hier. Sonst ist das nichts mit Fleischverkauf. Jetzt hat er doch den Zaun fast fertig. Aber guck mal, wie schnell das geht, dass der Weg sich hier erzeugt. Geht der wahrscheinlich nach einer Zeit auch weggeht? Also wenn du zum Beispiel an bestimmten Stellen nicht oft gehst, dass der dann einfach wieder verschwinden anfängt? So, jetzt brauchst du mich ja nicht mehr. Jetzt komme ich mal wieder mit dem Gras vorbei. So, schau mal. Ah, da sind die paar Fässer für die Leute jeweils, ne? Müsste eigentlich nur noch ein Teil fehlen, oder? Ja, ein Teil. Ach, Walder, ganz ehrlich, musst du jetzt schon wieder schlafen? Du kannst später auch schlafen. Jetzt müssen wir erstmal hier schauen, dass das hier weitergeht. Oh, ich kann immer noch schlafen. Schade. Walder! Ey, das ist sogar dreifache Zeit, ne? Wenn das jetzt einfache Zeit wäre, pff, wird man Anfall kriegen. So, jetzt müsste eigentlich noch hier so ein bisschen in die Bank hinkommen. Und jetzt brauchen wir einen Markt mit dabei da. Und ich würde sagen, unser Steinhauer John. Nee. Komm. Und Juliette, die wird jetzt einfach mal Marktmitarbeiterin. Marktmitarbeiterin des Jahres, würde ich sagen. Was heißt denn hier? Can't find place to work. Was heißt denn das jetzt schon wieder? Ich habe dir einen Marktmitarbeiter zugewiesen. Achso, warte mal, ich muss erst hier so. Juliette ist Marktmitarbeiterin. Ah, jetzt hat sie es gecheckt. Und jetzt verkauft sie ganz gemütlich Waren. Jetzt holen sich unsere Leute das Zeug und sind wahrscheinlich dann happier, oder? Jo. Es geht bergauf, Jungs. Steigert eure Bevölkerung und nehmen wir wahrscheinlich Einwanderung. Indem ihr die Wahrscheinlichkeit der Einwanderung maximiert. Bevölkerung, indem wir die Wahrscheinlichkeit.
steigert eure Bevölkerung, indem ihr die Wahrscheinlichkeit der Einwanderung maximiert. Weist allen euren Arbeitern einen Job zu 8 von 8. Erhöht die Zufriedenheit eurer Dorfbewohner auf 100%. Eihei. Wie mache ich denn das? Oh, erledigt irgendwie. Von der Verlaufung entscheidet sich einer, euer Dorf anzuschließen. Das ist doch schön. Dich könnte ich... Habe ich einen Feind oder der kommt noch wahrscheinlich? Ah, da kommt er. Ach, das ist eine Sie. Wer bist denn du? Hey, Entschuldigung. Wer sind denn Sie? Wo kommen Sie her? Und wo laufen Sie hin? Oh, da. Ich habe mir unter Meer nicht Steilküste eigentlich vorgestellt, aber ja. Muss halt sein, ne? Unser Wald wird auch langsam, unser Wald ist bald weg. Wir müssen uns hier noch einen Teil dazu holen, damit wir hier so langsam das Meer abroden können. Ich wette, hier irgendwann steht auch irgendwie der Pfad. Wenn die Leute hier so tonnenweise durchlaufen. Ah, jetzt ist auf dem Pfad. So, moin moin, wir haben ein... Oh, Wohnhaus, Dorfkirche und Herrhaus. Eine Botschaft, das Königreich erkennt eure Bemühungen bei der Gründung einer neuen Siedlung an. Ich bin bescheidener Diener. Hey, ich bin selbstständig. Platzt sein Haus. Okay, ich hätte gerne hier... Oh, jetzt habe ich hier... Virginia. Nee, Virginia geht da nicht rein. Virginia. Virginia, du bist nicht arbeitslos. Virginia, du bist... Sammler. Virginia gehört nicht zu dir. Dann wollte. Scheint nicht so ganz zu funktionieren, aber ja. Virginia. Wie kann Virginia hier auch noch drin sein? Was können wir denn? Können wir noch hier so was wie einen Lagerplatz bauen? Holzbrücke, Herrenhaus, Dorfkirche, Markt. Holztor, Schafstatue, okay, Zaun, Zierstrauch, Kann ich eigentlich nur Gebiete irgendwie, also hier zum Beispiel kaufen, was ist das hier? Grenze des Territoriums immer anzeigen, nee, okay. Estate Manager, Army Manager, Territorium. 500 kostet so ein Teil. Eieiei. Das ist unangenehm. Befördert den ersten Neuankömmling. Baut ein Herrenhaus. Weist einen Raum im Gebäude Herrenhaus. Funktion große Halle zu. Befördert ein Dorfbewohner zum Leibeigenen bis zum Ende des Monats. Schaltet das Lagerhaus auf aus dem... Ständefenster Arbeiterschaft frei, was? Hä? Was soll ich wie freischalten? Kann ich hier was Lagerhaus? Ah, da muss ich wahrscheinlich erst dieses komische Herrenhaus bauen, oder? So. Ich wüte es nicht. So. Dann machen wir das hier oben zu einem Ding da, zu einem Herrenhaus Oberfläche. Das ist eine Erweiterung. Hier unten ist ja alles vollgeschafft. Ich muss es eigentlich auch noch da oben setzen. Holzerweiterung. Hauptgebäude. Bedeutet, wir müssen das Hauptgebäude hier hinsetzen. Ich glaube, selbst dann ist noch der... Oh, was ist denn hier passiert? Warte mal. Biegen. Okay, warte mal. Hier ein Haus. Na, weg damit. So. Oder kann ich das hinsetzen, wo ich will? Oh ja, ich kann es hinsetzen, wo ich will.
Das ist natürlich praktisch. Das ist gut zu wissen. Weil dann kann ich das Herrenhaus hier oben anfangen. Kann ich auch wieder drehen, so SDG-mäßig, so. Jo, geht. Nur über. Ah, ne, warte mal, das ging ja so nicht. Da hier noch so ein Türmchen dran. Das will ich mal als unser. Nee, dran lassen schon. Das würde ich als unser erstes Gebäude. Das braucht 21 Bretter und 22 Steine. Baubeginn. Da wird jetzt unser Freund Walda ein bisschen Probleme haben, oder? Rang Leibeigener. Wieso? Hä? Bloß halt, befördert einen Dorfbewohner zum Leibeigenen. Bis zum Ende des Monats. Rang Leibeigener. Der ist ja schon Leibeigener. Wir müssen noch viel mehr Bretter, Alter. Wie viele Bretter brauchen wir denn bitte schon dafür? Halleluja, das wird. Ja, dementsprechender Aufwand, würde ich sagen. So, jetzt läuft der hier lang. Walter! Nee, das war Karl. Wo ist denn Walter? Hat wer Walter gesehen? Ach, Walter arbeitet im Herrenhaus. Ach, Walter, du bist ja fleißig am Hackeln. Das ist wirklich brutz, da musst du nach oben. Wie viele Dorfeinwohner haben wir? 9. Die sind wahrscheinlich nicht zufrieden, weil sie keine Wohnhaus haben und so Zeugs. Also erst muss das sein, dann muss ich eine große Halle bauen und dann befördert ein Dorfbewohner zum Leibeigenen. Null! Was? Nur null! Das, ja, ich weiß, dass euch Häuser fehlen, aber dafür brauchen wir erstmal Platz. Ich wüsste noch nicht genau, wo ich ein Dorfgebiet hinbaue. Und man könnte natürlich sagen, dass man das hier zum vorläufigen Wohngebiet macht. Attraktivität stinkt mir gerade zum Himmel. Weil die retten wir noch dann. Aber erstmal geht es auch darum, dass ihr wohnen könnt, Jungs. Und sobald es hier alles auszieht, ziehen wir das dann nachher auch noch runter. Aber so passiert es, dass wir doch die ganze Zeit schon wieder überall Dörfteile hinbauen. Wollen sie alle ihre Häuser hier hochziehen? Eieieiei. Ausbau der Häuserdichte zulassen. Hm? Was meinen? Das wird zum Baum. Und oben ist die Krone. Das schaut ja echt so aus. Das ist denn so eine Pflanze, die seitlich so ein paar Blätter hat und oben ist die Blüte. So ungefähr schaut es hier aus. Bauen die ihre Häuser selber oder muss unsere Baumeister auch dran dann wieder? Oder? Wie schaut das aus? Wie schaut es eigentlich aus aktuell? Wo ist denn unser? Ist der immer noch oben am Hackeln? Ne, da ist er nicht. Wo ist denn der? Wo ist er denn? Du warst gerade eine blöde Idee, warte mal, wo läufst du hin? Ah, da ist er doch. Da ist er, der Walder. Da baut der Walder fleißig wieder am Gebäude. Er baut halt nach und nach alles auf. Und dann bauen wir hier noch ein paar Trakte hin. Nochmal ein Turm, noch ein paar Trakte. Zack, zack. Dann ist unser kleines Herrenhaus hier oben. Oh, es haben sich zwei entschieden, das in dem Dorf anzuschließen. Das ist ja super. Wo sind sie denn? Da ist einer? Oder sind es zwei? Das sind zwei. Mal kommen die gerade dieselbe. Warte mal, hier müssen wir noch irgendwo die Route sehen. Also, sie ziehen ordentlich einen Pfad hinter sich her. Wo sind wir?
Warte, wo sind wir hier eigentlich? Ach, die Leine laufen jetzt hier. Warte mal, Leute, wir sind hier unten irgendwo, oder? Nee. Da sind wir. Es geht schon alles langsam in die richtige Richtung hier, ne? Aber Leute, ich würde sagen, das war's auch für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn noch nicht habt. Und in der nächsten Folge bauen wir unser Herrenhaus fertig. Also, bis dann. Ciao!